Leute, was geht ab? Wir machen gleich die nächste Runde, falls euch fragt, warum wir immer noch in der Konstellation sitzen. Und warum immer noch der gleiche Kopf läuft. Warum immer noch der gleiche Kopf, Tangiers Cashmere Peach läuft. Und wir haben heute nämlich wieder ein Pfeifen Review. Und auch nicht so wie meine anderen Reviews, sondern ähnlich wie die Crystal Shisha Steel Brass, die hier steht. Machen wir das Ganze kurz und bündig heute. Und zwar geht es um die TGK. Sehr gut. TGK, was ist das erstmal? Es ist Kooperationsprodukt, Timeless Glass Kidimod, bin ich richtig? Jo. Sehr gut. Ich habe nämlich, also es ist nicht meine Pfeife und ich habe von der Pfeife ehrlich gesagt nicht viel Ahnung, sieht aber zumindest geil aus. Türlicht. Wofür kauft man sonst mit eine Pfeife? Türlicht. Mit Türlicht auch. Mit Türlicht. Und Duschlampe. Der gute Till hat die Pfeife mitgebracht, weil ich gedacht habe, komm, ich stelle die euch einfach mal vor. Und das ist nämlich ein ganz schnieke Ding. Kidimod dürfte dem meisten ein Begriff sein, ist eine, wie sage ich das, kleine Shisha-Manufaktur. Die aber auch was von der Stange anbietet, allerdings nur jeweils also die Base, die Bowlform und die Rauchsäule. Also ihr habt als Basis quasi eine V2A Edelstahl Shisha, könnt diese aber mittels ja auch Zeichnung individualisieren. Die werden dann nach euren Wünschen angefertigt. Geht und nicht. Gibt's nicht. Was geht mit dir? Richtig, geht nicht, gibt nichts. Und, boah, Katzenkampf! Katzen. Also Katzen fighten sich hier gerade. Wo? Es hat sich schon wieder erledigt. Oh. Das ist wie bei Nesca, wenn man hinguckt, passiert kein Grün. Ja. Das ganze Ding ist mächtig schwer. Till wird euch dazu ein bisschen was sagen. Keule raucht überwiegend. Ich muss gleich mal den Schlauch nochmal abnehmen. Der ist nur für Klicks hier. Genau, das ist nur, yeah, ein bisschen Klicks abzugreifen. Ja, was gibt's zu sagen, Till? Preislich, wo liegt das ganze Ding und wo kriegt man's? Also, die habe ich jetzt so aus dem... Das ist aber ein gutes Glas. Ja. Das ist kein... Ich sehe das schon, komm nachher, geht hier wieder... Das ist kein Devil's Mug, das kann ich sagen. Also das Ding, das ist... Sonst gibt's die, glaube ich, nur mit einer... Mike, ich sag gleich deiner Frau, dass du nicht zu Hause bist. Und dass du heute geraucht hast. Die Hintergrundstimmen kommen von Mike und von meiner Freundin das, und das von Janik. Das ist nicht geheim, das wird die wohl selber festgestellt haben. Janik, ja. Danke, dass du da bist. Auch das ist ein Punkt, das ist aber kein guter Punkt. So, also jetzt mal back to topic, damit ich hier mal die Fahne hochhalten kann. Das Ding kommt mit 420 Euro, also der Preis sind 420 Ocken mit einer Säule nach Wahl. Also meistens ist es die TGK-Säule, das ist so ähnlich wie bei Timeless Glass damals, wo du dann die Mumpfe vorbestellen konntest mit dem exklusiven Mumpfenvorkühler. Der hat zwar nichts besser gemacht, aber sah halt ganz schnieke aus. Das ist, die habe ich nicht mehr, die hat sich der Bauzi zerlegt, also er hat die fragmentiert, hat da ein Puzzle draus gebastelt, hat nicht so... Sah nicht mehr so geil aus? Nee, also es sah geil aus, es hat halt irgendwie nicht mehr funktioniert. Das ist wie so ein viel zu tief gelegter Wagen. Ich finde auch diese Mumpfenrauchsäule geiler, die du jetzt hier hast, ist zumindest optisch, wird sie jetzt nicht meinen Geschmack so treffen. Ich finde optisch halt ein bisschen wer was wie von diesen hier, Aufsätzen von... Wer hat denn da? Was ist das? Ist das geschmacklich? Ist das irgendwie hier? Ich ja. Zeig euch das mal. Diesen Unfall. Dieser Kollege, ne? Das ist seine Daily Bitch. Haben wir damals sogar vorgestellt. Mit der Bowl. Also, die habe ich selber gemacht. Ihr kennt in Sicherheit. Hast du die gedeko-patcht? Hast du da wirklich mit Bastelein und zerrissst du eine Pappmaché, das da so drüber gebuttert? Das ist richtig. Die sieht ja noch beschissener aus als vorher. Aber wir können das ja auch mal testen. Oh, es geht doch jetzt überhaupt nicht um die Pfeife. Ja, du kommst hier an mit Geschmack, ne? Und was haust du denn hier sowas? Da hast du auch im Regal stehen neben... Ja gut, neben Nakaya und neben Chat, aber da kommt der Predator. Hier, nimm den Kopf wieder mit. Nee. Ich finde die schnuckelig. Ja. Schnuckelig sieht trotzdem scheiße aus. Also wirklich, immer dieses hier sieht nicht geil aus, sieht geil aus, Punkt. Macht bunt. Ich finde das aber weiter. Hat so ein bisschen was von diesen MIG-Aufsätzen, diese... Ja, also um mal euch das zu zeigen, um diese Rauchsäule geht es gerade... Die heißt Tetrix, die ist voll cool.
macht bunten Rauch. Und der ganze Tabak, wenn der hier durch den Kopf fliegt, dann bleibt er meistens hier hängen. Ja. Ich finde, es sieht ein bisschen aus, als wenn ihr früher diese Ü-Eier-Dinger aufeinander gepappt habt. Scheiße, jetzt kann ich es nicht mal übersehen. Ja. Aber ey, jetzt mal ohne Scheiße, hier ist kein Krampf zu reinigen, ne? Da passt so eine Bürste perfekt durch, im Gegensatz zu diesem Mullcatcher-Scheiße, wo du dann da so irgendwie versuchst, dann noch die Bürste so um 180 Grad zu drehen, so einen kleinen Knubbel unten zu machen, und dann hast du trotzdem diesen schwarzen Fleck von der Müllasse. Das stimmt. So. Nichtsdestotrotz, wir fangen am besten unten an, einfach mal Bowl. Bowl, so nicht erhältlich, weil, gib mir das. Special Edition oder Sonderanfertigung, je nachdem, stand halt im Timeless Shop Ingolstadt, haben sie gepostet, habe ich gefragt, schick mal rüber das Ding, meinte der, okay, mach ich. Zwei Tage später, da ist es. Immer noch einer der geilsten Bowls. Ist auch gut schwer, wie viel wiegt ja. 5 Kilo locker, ne? Mit dem Wasser drin kommt hin, auf jeden Fall. Wir haben sogar, ich würde fast sagen, sogar über 5 Kilo. Warte mal, wir haben da hier das. Nein, das versuchen wir gar nicht erst. Lass den Mann, ist auf jeden Fall schwer. Wir können das ja später einblenden. Nein. Bin jetzt zu faul, so das Ding zu wiegen? Es ist schwer. Hast du nicht ja zu Hause gemacht, du Affe. Egal. Cutten wir wieder raus, ne? Nein. Wollt ihr eine Waage? Ja. Nein. Ja. Wer ist abgehört? Ja. Wer ist für ja? Okay, dann danke Mike, danke. Cut. Holen wir eine Waage. Ein Waage. Ein Waage, wir holen einen Waage. Ein Waage. Ein ganzes Pinguin, ne? Wir haben einen Waage hier. Das Video, das lade ich dann nachher einfach über dem, unter, nein, Quatsch. unter dem Titel Outtakes hoch. Ich würde sie erst anmachen. Boom! 5. 4,909. 05, Biatch. 05. Zack. Gegeben. Aber ich habe da jetzt auch, glaube ich, so 95 Milliliter zu wenig Wasser drin. Aha, aha. Also komm. 95. Bitte, einmal, danke. Boah, jetzt haben wir ja eine Waage, jetzt können wir die ganze Scheiße noch abwägen. Perfekt. Base, beziehungsweise Base. Gewinde, was eigentlich kein Gewinde ist. Ja, es ist also Schliff. Jetzt kann ich das Wort. Richtig, es ist Schliff, ähnlich wie bei der Steel Brass. Nur halt nur andersrum. Andersrum. Diesmal ist, wie ich sage, ist männlicher Schliff. Und männlich auf weiblich. Richtig. Und das finde ich, das Prinzip finde ich einfach geil. Ihr braucht keine Dichtung. Wenn ihr dann wirklich mal zu wenig Wasser drin habt, einfach das Ding so runterpröppeln und fertig. Ja, das Ganze bei der ja auch. Nur da ist es irgendwie anders. Ja, aber ich finde das Prinzip einfach geil. Und es verschleißt halt einfach nicht so krass wie Gewinde und ähnliche Sachen. Was aber wichtig zu sagen ist, immer unten festhalten. Hoppla, weil sonst könnte sein, dass euch das hochroppt ja, und Bohlen stehen bleibt. Gut, ist klar, ne? Ja, sollte man nur nochmal gesagt haben. Also erstmal hier back to topic. Besser nicht sagen, wir verkaufen die mehr, wenn es kaputt geht. Ja, außerdem wirklich, wer zu blöd ist, wer so blöd ist und eine Pfeife an der Rauchsäule oberhalb des. Ja, das hast du gerade auch gemacht, mein Freund, mit dieser hier, Marta Leon, da. Ja, das ist auch was anderes, das ist ja auch kein Schliff. Ja, aber ja, gut, aber generell nicht an der Rauchsäule. Und da finde ich, das sind dann immer diese Spackos, die dann solche Bowls haben, da 15 Liter Wasser reinfüllen und dann den billigen Patex aus dem Obi nehmen. Ja, die Base ist gedreht, gibt's. Ich bin ja der Besitzer, ne? Ich kann da ja nicht objektiv bleiben. Guck mal, siehst du da irgendwelche Grat oder so ein Schitti-Schatti? Also allein die Optik finde ich schon geil mit diesen Riefen hier. Das macht auf jeden Fall was her als so dieser Standard. Das wurde hier auch noch aufgenommen. Ja. Innen drin, Bombe. Also wirklich Bombe. Ich sehe nichts, keine Riefen, kein... Nicht mal ein Ansatz von irgendwelchen Ablagerungen, Kalk etc. pp. Und was ich auch so gerade sehe, die Gewinde, die hier vorhanden sind... Weil die Dinger, das ist auch noch hier oben Schliff. Kinemod-Qualität. Also kann man einfach nur sagen, Bombe. Die Schlauchanschlüsse sind in uno, dos, in vier Teile zerlegbar ohne den Schlauchadapter. Da hast du hier einmal diese Muffe. Also Muffe in Anführungsstrichen, das ist keine echte Muffe. Also es Muffen und Schlauchanschlüsse sind eine Einheit. Ne? Ja. Vor allem finde ich auch geil, dass ihr könnt hier, ihr habt hier so ein Plättchen drin, was quasi die Kugel zurückhält, könnt ihr auch noch mal rausnehmen und so habt ihr nachher auch ja wirklich vom kleinsten Durchmesser, den könnt ihr hier ziemlich groß halten, ziemlich frei halten das Ganze, wenn ihr wirklich auf Durchzug getrimmt seid. Dünnster Durchmesser ist 1 cm, das ist hier drin in der Rauchsäule Schliffadapter Kombi Hybrid Dings. Das ist also ein Wort. Obwohl ich sagen muss, ich weiß jetzt nicht, wir rauchen sie gleich natürlich an. Ich bin da nicht so der Durchzugsmonster-Fan. Ich schon. Oder? Ich find's furchtbar. Kalebo. So ein einzelnes Ding, das wiegt auch schon an die. Ja, hol mal einfach drauf. 100 Gramm hätte ich gesagt, das sind
Nur für Schlauchanschlüsse. 80 Gramm, also ist ein ordentliches Gewicht, die ganze Suppe. Kannst gleich wieder spielen. Was ich noch sagen wollte, was ihr auch wieder dabei habt, sind diese kleinen O-Ringe unten an den Muffen. Ja. Ist dafür da, dass ihr, wenn ihr die Anschlüsse reinschraubt, jetzt nicht so krass reinfest macht, dass sie euch verkanten können, dass ihr das Metall irgendwie beschädigt, sondern wirklich bis zu einem gewissen Punkt und die O-Ringe in Anführungszeichen das Gewinde auch nochmal zusätzlich mit abschützen. Ich sage auch mal bei so normalen Pfeifen, die dann so, dieses Billigmaterial, sage ich auch mal, am besten einfetten, dann sitzt es euch gar nicht fest, muss man hier definitiv nicht. Allein das Material, da ist kein Grat, die Gewinde, da nutze ich nichts ab. Nee, also das. Die Dinger sind einfach langlebig. Also da. Wenn ihr mit dem Ding wirklich ordentlich umgeht, das könnt ihr euren Kindern auch vererben. Ja. Ganz ehrlich. Ja, ihr werdet sie mit ins Grab nehmen, aber ihr könntet, wenn ihr wolltet. Die Base wiegt mit Schlauchanschlüssen locker flockig 850 Gramm ungefähr. Ich habe gerade die genaue Zahl vergessen. Dieses gute Stück wiegt auch nochmal so ein halbes Kilo. Also ihr habt quasi selbst in der kleinsten Ausführung ohne Teller, also sprich, wenn ihr die Schliffadapter direkt ineinander setzt, habt ihr hier schon mal 1,5 Kilo. Ist schwer. Definitiv. Ist halt aus Vollmaterial gedreht. Ne? Habt ihr hier nicht so eine doppelwandige Kacke oder sowas? Das ist halt. Ding. Ja, also man sieht auch an diesen. Hier ist jetzt der Schliff, der oben in die Rauchsäule kommt. Da hatte Timeless ja Probleme. Ja, und das sind. Es ist gut gelöst, finde ich, weil hier habt ihr. Man erkennt es nicht. Ihr habt da so eine leichte Konkave drin und. Der Sinn dahinter ist quasi, dass wenn ihr mit so einem Funnel raucht und dann Lotus da drauf kloppt auf Abstand mit 4 Kohlen, so wie ich das gerne mache, dass das Material sich irgendwohin ausdehnen kann. Also sprich, das habt ihr so nach innen, ist das so konkav und wenn es dann heiß wird, dann wird das gerade und sprengt euch nicht direkt den ganzen Vorkühler weg. Ist geil gelöst. Ist eine Hammerlösung, ne? Also kann man einfach nur sagen, ich find's. Wie gesagt, das, was ich jetzt auf den ersten Blick sehe, finde ich schon mal geil. Der Preis ist natürlich wirklich so eine Sache und gerade ich als Student habe natürlich nicht so viel Kohle. Aber hier muss man einfach wirklich sagen, bekommt ihr was für euer Geld und es ist halt einfach so typisch Kidimod wieder. Ja, aber es haben ja auch nicht so viele Leute und ich würde auch behaupten, wenn Taucher. Du dir wirklich für was Taucher leisten ist ein Taucher, willst. Hat 2 Bubbles und einen Diffusor unten dran. Richtig, ist nämlich ein Glastaucher mit 2 Bubbles und schon einem integrierten Diffusor. Wollte ich an dieser Stelle nur mal eben erwähnen. Ist jetzt nicht der EG-Glas-Diffusor mit diesen Querschlitzen, sondern er hat halt wirklich so... Ja, aber ob die Schlitze jetzt quer sind oder gerade, das ist ganz ehrlich... Bei meiner Magic hat das einen Unterschied gemacht, Freundchen. Oh Gott! Ja, die hat sich voll scheißegal. Schreibt mir einfach in die Kommentare, ob ihr auch denkt, dass das total scheißegal ist. Ich schreib rein. So wie es jetzt da steht... Zurück. Ist jetzt halt wirklich diese geile Sache so, jetzt hat sich sie natürlich festgesaugt, aber ich mach's nachher kaputt. Also Kinimod hat auch ein Foto hochgeladen, haben wir das einmal so leicht angedreht, da konnten die echt die Bowl mit Wasser so durch die Gegend tragen. Ja, machen wir jetzt aber hier nicht. Es saugt sich hier so ein bisschen fest, aber ist on purpose. Also das Ding ist top. Ist dicht und da zieht sich auch, also da wenn da gleich Rauch rauskommt, dann fress ich einen Besen, ganz ehrlich. Nee, kommt nicht, habe ich getestet. Rauchsäule haben wir gerade schon gesagt. Glasrauchsäule, Timeless Glas. Oben kommt nachher der Adapter rein. Hier schenke ich dir. Boah, geil. Ich dachte, ich habe mir so eine mal gekauft. Dass die auch. Also, ich habe jetzt die Helix daheim. Passt. Und die ist viel dicker vom Glas als wie jetzt die Helix 4. Die erste Helix? Ja. Ja, die ersten Helix vom Timeless, die halten. Punkt. Ja, aber die sind nicht schlecht, aber vom jetzt direkten Vergleich ist die von der Wandstärke wesentlich dicker. Ja, das meine ich ja auch. Die Wandstärke ist gut, also da hätte ich jetzt nicht Angst, dass das irgendwann, dass da irgendwas reißt. Bitte schliff. Schnell. Schliff die erste Helix 3? Nee, Helix 4. Achso, ich dachte, du meinst die alte Helix. Hast du mal eine alte Helix gesehen? Die Dinger. Ach ja, dickes Glas. Ja. Das ist Magic. Kohleteller muss man, glaube ich, einfach nichts zu sagen. Es ist halt Kohleteller, Timeless Glas eingraviert. Obwohl der Kohleteller passt optisch zu Pfeife und gefällt mir von der Form her sehr gut. Der war auch mal ein bisschen matter, aber ich habe den mal poliert. Bereue das jetzt ein bisschen. Ja. Scheiße. Ist halt, sieht aus wie so eine Servierplatte, aber es passt einfach zu der Optik und mir gefällt es einfach gut. Das sind Servierplatten auf eBay. Kannst du mal gucken. Okay. Das Opa seine sind dieselben. Nur, dass halt Shishoba drauf steht. Und oben drin. Fettisch. Perfekt. Passt perfekt. Das Ding kommt nicht mal ganz da aufs Bild drauf. Ist auf jeden Fall ein Monster und ganze Gewicht. Hau mal drauf. Ganze Gewicht kommt gleich Error. Dann bin ich jetzt mal gespannt. Oh. Error. Oh
Okay, die Waage kann es nicht mehr anzeigen. Schwer. Also über 6 oder 7 Kilo. Die Bowl, 5 Kilo haben wir, ne? 5 mhm. Kilo. Das 1,5 Kilo, kommen wir auf 6,5. Ja, lassen wir 5 gerade sein, sind wir bei 6,7 Kilo mit dem ganzen Zip und Zap. Ist ein Brecher. Ja, kannst du mit trainieren. Ja. Aber wenn ihr die umgeschmissen kriegt, dann seid ihr echt doof. Ja, also... seid ihr ballerig, muss man ganz einfach sagen. Das Ding ist so... Du kannst... Also mir ist das schon passiert, dass irgendwie mal der Köter da irgendwie durch das Schlauchgewirr gerannt ist. Dann hat es eher den Schlauchanschluss abgebrochen. Ja. Anstatt dass da irgendwie die da auch nur Marotten macht, sich zu drehen. Also hat sich so den halben Weg gedreht, aber dann war auch Ende. Standardmäßig kommt ihr aber auch mit 4 Schlauchanschlüssen. Das sollte man nochmal kurz dazu sagen. Das heißt, ihr bekommt die nicht so naked, sondern ihr bekommt 4 solcher TGK-Schlauchanschlüsse. Aus Metall? Nein. Aus Glas. Und ja, 18/8 Schliff, haben hier so eine kleine Bubble und gehen dann hinten straight raus. Nichts Besonderes. Sieht aber schön aus. Passt optisch dann auch zu der normalerweise standardmäßig dabei gelieferten Rauchsäule. Ja, die habe ich jetzt halt mal verpasst mitzunehmen. Tauchrohr. Aber und zum Tauchrohr, klar. Das Design... Das wird aufgegriffen. Zieht sich einfach komplett von oben bis unten durch. Wie immer und vor allen Dingen, auch was ich geil finde, hier bei dem Schliff, unten mit ja, die Base und der Schliff unten einfach, das geht hier in eins, das wirklich in eins über. Ihr seht das nicht mehr. Ich hätte jetzt, beim ersten Mal hätte ich gesagt, so, okay, das ganze Ding ziehst du ja ab. Überhaupt kein das Übergang. Ist, das ist einfach qualitativ gefräst. Krass, also wirklich einfach krass. Also dafür bezahlt ihr dann auch im Endeffekt. Das ist ja immer der Unterschied zwischen den... Oder zwischen den meisten 250 Euro und 150 Euro Pfeifen oder 400 und 250, dass ihr dann einfach noch ein höheres Maß habt an ja, Qualität. Ne? Also, dass da hier drin ist zum Beispiel, das kann der Kalle jetzt sehen, so ein kleiner Ring eingefräst und der ist wirklich nur dazu da, dass der hier über den Schliff drüber geht, dass das aussieht, als wäre das in einem Guss. Also, der ist. Vor allen Dingen, ich gucke auch die ganze Zeit, ob ich noch irgendein Manko finde, aber bis jetzt sehe ich keinen. Wenn da wirklich einer ist, sieht man es eher beim Rauchen, so qualitativ. Auch wie bei den ganzen letzten Reviews, man merkt auch einfach heutzutage bei Pfeifen, die wirklich auch mehr kosten, ihr kriegt auch einfach deutlich mehr, muss man einfach ganz ehrlich sagen. Ja. Also es ist nicht damals so dieser ganze China-Müll oder diese Standard von der Stange Sachen, da habt ihr wirklich dann einfach was vom Geld, obwohl ich würde nicht so viel Geld ausgeben. Die Leute, die es können, ich habe es jetzt gemacht, weil es mein erstes Gehalt war, sind mit sowas auf jeden Fall echt gut bedient. Ja, also ich würde... Muss ich einfach sagen. Ich habe es auch nicht bereut. Das ist ein Knaller, das Ding. Habe ich mir von meinem ersten Gehalt gekauft, war sofort weg, aber... Wundervoll. Und bevor wir das Ganze noch in die Länge ziehen, rauchen wir das Ding jetzt einfach. Cheerio. Gut, Leute, ich bin wieder eure Sicherkeule. Hi. Wir sind wieder am Start und haben das Ganze jetzt angeraucht und falls ihr euch wundert, was hier so schmort, ich habe mal einen kleinen Mango-Fruchtkopf gebaut. Er sieht zwar aus wie Dresden 45 und wirklich richtig scheiße. Die Küche sieht aus wie Arsch, aber es schmeckt wirklich, muss man sagen. Aber ganz ehrlich, ich hasse Fruchtköpfe. Ich auch. Also wenn ihr jemanden habt, der die für euch baut, okay, selber, nein, ich hasse es. Wenn ihr Langeweile habt, baut euch die ruhig, aber nein. Macht auch so einen Kopf aus so einer Sucuk, wie so ein bestimmter Facebook-Entertainer. Ich hab noch eine Sucuk, glaube ich, noch hier. Schmeckt echt Hayat. Hayat. Meint ja. Kommen wir zur Pfeife. Ja, schnimmer einmal die Keule hier. Also der Durchzug und noch Anzug, also Anzug ist echt krass, wenn ihr habt keinen wirklichen Widerstand. Also nix. Nichts, was irgendwie spürbar ist. Wenn man es vergleichen müsste, mit was würdest du es vergleichen? Egelglas. Ja, also ich könnte jetzt maximal Skyline sagen. Ich auch Skyline. Egelglas habe ich leider noch nicht gehabt. Also deswegen ich habe eine Egelglasheim, habe aber keine Nina Skyline geraucht. Die geht auch los. Das merkst du gar nicht so. Da drückt sich der Rauch eher. Ja, so in deine Lunge. Rein. Genauso ähnlich würde ich das jetzt hier auch beschreiben. Vielleicht noch andere Beispiele. Das ist die TG Mumpfe. Die ist, würde ich sogar sagen, noch ein Hauch krasser, je nachdem, was du für eine Säule drauf hast. Ja, aber ich bin eh nicht so der Durchzugsfan von da. Nee. Aber ich muss sagen, es ist nicht... Also Durchzug ist hier nicht gleich Durchzug. Ich habe ja die Baba. Da ist es wirklich für meine Verhältnisse zu krass. Der hat ja auch einen Ticken mehr Volumen, ne? Hat deutlich mehr Volumen. Hier ist es zwar auch viel, aber optimal. Also es ist nicht so, dass eure Lunge gleich einfach so komplett voll ist, sondern hier ist es geil. Also für mich ist es schon zu viel, aber es ist trotzdem noch wirklich...
so im Rahmen und ist einfach richtig derbe. So über die, ist einfach, ich finde, das ist das mit das entspannteste Rauchen, so, du hast nicht so, dass sich der, du wirst nicht so erschlagen vom Durchzug, also du schmeckst noch was, aber es ist jetzt auch nicht so, als würdest du wirklich spüren, dass da ein Widerstand vorhanden ist, das merkst du maximal, wenn du den Kopf dann raust. Also mir persönlich ist es trotzdem schon fast zu viel, aber es ist geil, also ihr da draußen, ihr werdet es lieben, glaube ich, definitiv. Also es ist für definitiv für alle Leute, die MIG, Skyline, was haben wir denn noch hier, die Genie Barber, die wirklich diese extrem krassen Durchmesser haben, für diese ist auf jeden Fall was. Das haben wir da jetzt eine Kugel drin, dass wir aufpusten können? Oder? Nee, aber doch also auspusten, auspusten können, aber die Kugeln durch dieses Plättchen-Design schränken die den Durchzug auch nicht ein. Also ihr habt da, ob ihr mit Kugel raucht oder ohne Kugel raucht, ihr habt da den gleichen Durchzug. Ich habe meine einfach aus dem Grund rausgemacht, weil ich meistens alleine rauche und ich dann nicht immer dieses Klacken habe. Das geht mir tierisch auf den Zeiger. Wenn ihr wollt, dass Till Freunde kriegt, blende ich euch die Telefonnummer einfach unten ein. Und dann muss er auch nicht mehr alleine rauchen. Ich will aber. Der gönnt sich. Ich puste nochmal aus hier. Ich habe schon genug Freunde, die meinen Tennis wegquarzen, ne? Oder Köpfe verkacken dabei. Warum? Der schmeckt doch jetzt. Ja, der jetzt. Also, ich will was finden, aber ich muss sagen, ich finde nichts. Weil ich meine, was ist das, wenn ich sage, das Ding ist einfach nur geil, das ist super, ich lob's in den Himmel. Aber ich finde da nichts dran. Das Einzige ist wirklich, okay, auspusten ist wie bei vielen modernen Pfeifen eher so, Wie bei jeder, eigentlich bei allen. Also bis auf ja gut, aber bei Close Chamber hat es noch einen Effekt, aber hier wirbelt ihr den Müll einfach durch. Ja. Ein bisschen kommt auch raus. Ja, aber nur das, was ich im Endeffekt in dem Teil hier befindet. Auspusten, das ist wie bei NPS, Amy, okay. Ja, wie bei allen eigentlich. Das ist Spielerei. Ausblasen, ja, ausblasen, das macht ihr, weil ihr die letzten 50 Milliliter nicht mochtet und dann denkt, dass es einen großen Unterschied macht. Aber wie Uras Lee sagte, was bringt uns auspusten? Ich ziehe da maximal 2 Sekunden ran, dann heißt der Bums durch. Und zum Kopfkühlen, richtig. Abnehmen, passt. Von daher, das Ausblasen ist so, ne? Braucht man in meinen Augen nicht, ist egal, ist aber da. Trotzdem ist das Ding trotz Schliffe auch bombendicht. Also da ist nichts, nirgendwo kommt irgendwas raus. Einziges Manko an dieser Pfeife ist wirklich dann, ob es derjenigen Person optisch gefällt oder nicht. Wie jetzt zum Beispiel eben bei mir die Rauchsäule oder irgendwer mag die Farbe nicht, das Glastauchrohr. Ansonsten kann ich wirklich hier nichts Negatives finden. Man muss allerdings auch dazu sagen, wenn man den Preis von 420 mit der dann sollte man die Pfeife auch schon mögen. Ich würde gerade sagen, erstens, dann sollte das Design zusagen und dann finde ich, sollte auch so gut wie, oder dann sollte eigentlich kein Produktfehler oder Produktionsfehler also, dann da sein, weil wenn ich schon so viel Geld investiere, dann sollte da das Endprodukt auch wirklich 100% stimmen. Ist ja 100%. Ja, deswegen, also einfach nur nochmal dazu gesagt, auch jetzt, weil wir es vielleicht gerade noch sagen können, man kann auch ohne Schliffe, also mit einer ganz normalen Gummidichtung haben wir jetzt gerade. Also das funktioniert auch ohne Probleme. Der Herr war zu voll zum Umstecken. Was man noch dazu sagen kann, jetzt wegen den 420 Ocken, das ist dann halt mit dieser Molecatcher-Säule, die jetzt ja auch nicht gerade leicht zu produzieren ist. Ich glaube, die kommt rein mit einem Preis von 180 Euro, glaube ich, einzeln. Nee, 80 oder 110. Sicher? Ich meine, ich hätte die große 90. für 190. Hast du gegoogelt? Ich weiß es. Ich habe letztens noch geguckt. Was ist denn das dann für 180? Ist das mit. Das ist dann dieser Premium-Vorkühler, der irgendwie so. Ja, ja, genau. Okay, dann ist das das, was ich meine. Also 90 Ocken rechnet da runter, seid ihr bei 3,30. Ja, kann ich nicht sagen. Und wenn ihr dann schon eine Säule hat, haben die meisten Leute, die ein bisschen enthusiastischer sind, ne, haben sich ja da irgendwie Schliffadapter gekauft für ihre NPS, Amy, PNX, Schlag mich tot. Predator, Brodator. You name it. Da habt ihr halt im Endeffekt alles von hier bis hier und von da bis da. Also dann habt ihr dafür 3,30 halt so ein... Ja, und das ist dann wirklich im Rahmen so Genie Gator, Wooka, so ein Ding, wenn man sagt, okay, ich will eine individuelle Pfeife vielleicht haben oder was halt nicht jeder hat und was verarbeitungstechnisch wirklich so ist, dass sie sagen können, später mal mit 90 hier... Mein Sohn, die Pfeife brauche ich jetzt 80 Jahre lang. Die kenne ich länger als eure Mutter. Ja, dann 3,30, legt da hin, bekommt das Ding mit 4 Schlauchanschlüssen, zipp und zapp, schön verpackt. Ja, also Fazit. Fazit, ja. Fazit? Geil. Also,
Mach das her. Ich würde es mir halt nicht holen wegen dem Geld, weil ich das Geld dafür auch nicht habe. Nichtsdestotrotz ist das wirklich eine Pfeife. Wenn man sich die holt, ist das auch eine Pfeife, die man behält und raucht. Die gebe ich nicht ab. Richtig, die man einfach nicht abgibt und pflegt. Das ist einfach wirklich so ein... Ja, wie man sich, weißt du, so in eine Woche ziehst du abends halt ein Feierabendbier rein und am Wochenende kommt dann so der gute Whisky oder das gute Bier. Und ja, das ist im Endeffekt, das ist High-End. Also es geht eigentlich produktionsmäßig nicht noch besser. Also das kann und wenn ihr die Glashaushäule dazwischen weglasst, dann erschlägt euch das Ding auch mit Anzug. Also kommt natürlich auf die Säule drauf an. Ne? Doch, machen wir doch einfach mal. Ja, viel Spaß beim Gott, jetzt geht's kaputt. Ja, dachte ich. Ich denk's mir irgendwie auch, aber... Nee, ich hab eher Angst, dass die Kohle hier gleich runterfliegt. Ja, wie wär's mal mit Kohle runtermachen? Ich krieg das so hin. Ja, Schatz? Dim, 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 dim. Ja, okay, ich lass es einfach. Ich lass es. Dim, dim, da ist dieses, die Schliffe können sich ausdehnen, ohne die Säule zu zersprengen. Das Ding ist jetzt bombenfest. Bombenfest. Ja. Jetzt aber ich würde sagen, Fazit haben wir gesagt. Wir gehen jetzt so langsam über in die Endcard. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns allen einen Daumen da. Und der Kanal von diesem Zottelkopf hier, den verlinke ich euch natürlich unten auch mal. Oh, Löckchen. Schön. Und bei ihm einfach Till Schweiger. Ach, Till Schweiger. Matthias Schweighöfer Fanpage. Verlinke ich euch unten. Die Fake-Seite. Hat er nicht gesagt. Nein. Wir verabscheuen uns. Ich weiß nicht, vielleicht macht der Herr. Er war jetzt wirklich schon in 3 Videos dabei. Drei. Und vielleicht macht er irgendwann wirklich mal selber was. Ich weiß nicht. Quatsch, ich verdränge einfach hier Gott. Den Eulen da. Ja, rauch doch. Hallo? Wir verabschieden uns an dieser Stelle und wir verabscheuen uns an dieser Stelle. Tüdelü, blöde Wichser! Bis dahin, gay. Haut rein!